Wenn wir uns die Frage stellen, was ist eigentlich Krebs, so müssen wir ein bisschen ausholen und auf die Evolution schauen. Auf dieser Erde sind die Lebewesen, die Organismen, alle aus den Einzellern entstanden. Und zwar der erste Einzeller entstand hier, als die Erde noch keine Sauerstofffülle hatte, wo die kosmische Strahlung auf die Erde brandete. Kosmische Strahlung ist auch radioaktive Strahlung. In diesem Feld haben sich die ersten Einzeller entwickelt, die konnten also Radioaktivität ab. Das hat denen nichts ausgemacht. Zu einem späteren Zeitpunkt haben Algen Sauerstoff entwickelt, der dann die Ozonhülle um die Erde gebildet hat. Und es hat sich jetzt sozusagen eine zweite Gruppe von Einzellern gebildet. Diese Gruppe kann Radioaktivität nicht mehr ab. Sie ist unter Sauerstoff gewachsen. Das gilt es also im Hinterkopf zu behalten. Einzeller 1 kann Radioaktivität ab, Einzeller 2 kann das nicht ab. Wenn wir die Krebszelle nehmen und einmal ihre biologischen Eigenschaften uns anschauen, das sind so etwa 10 an der Zahl, ich möchte da jetzt nicht in Einzelheiten gehen, so können wir zu unserer Verblüffung feststellen, dass die biologischen Eigenschaften der Krebszelle praktisch identisch sind mit den biologischen Eigenschaften der Einzeller. Das ist sehr verblüffend. Ich komme noch einmal zurück zu meinem Konfliktmodell, wo ich gesagt habe, dass ein Konflikt zu einem inneren Energiestau führt, der schlussendlich einen organischen Prozess auslöst. Wir müssten uns das so vorstellen, dieser Konflikt, wo sich zwei Programme beißen, führt dazu, dass die Zelle, in der sich energetisch dieser Konflikt abspielt, in ihren Datenbanken, in den Datenbanken der Evolution nachschaut und schließlich eine Lösung dafür findet, indem sie ganz, ganz weit zurückgeht in der Evolution und die Programmierung des Einzellers findet. Meine Idee ist also, Krebs ist eine Rückbildung der Zelle, eine somatische Regression, Soma für Körper, Regression für Rückbildung, eine körperliche Zurückbildung auf den Einzeller. Und wenn wir dieses Modell haben, können wir auch verstehen, warum Einzeller 2 auf die herkömmliche Therapie mit Chemotherapie und Strahlentherapie anspricht, während Einzeller 1 auf Strahlentherapie überhaupt nicht mehr anspricht. Das sehen wir auch bei dem Phänomen, dass eine Krebserkrankung in einem Teil der Fälle gut auf eine Strahlentherapie anspricht und wenn sie dann wiederkommt, dann spricht sie nicht mehr auf die Strahlentherapie an. Meines Erachtens hat sie dann eine weitere Rückentwicklung, eine weitere somatische Regression zum Einzeller 1 durchlaufen. Und nochmals die Definition. Aus meiner Sicht ist Krebs eine Rückbildung zum Einzeller. Nun fragen wir uns natürlich, was ist der Konflikt bei einer Krebserkrankung, bei einem Menschen, der Krebs hat? Aus meiner Beobachtung heraus ist der Hauptkonflikt sinngemäß. Sinngemäß heißt, man kann auch andere Worte gebrauchen. Ist der Hauptkonflikt, dass diese Menschen in einer Situation waren, wo in ihnen das Programm 1 heißt, ich muss es alleine schaffen, und die andere Seite, Programm 2, heißt, ich schaffe es aber nicht mehr alleine. Also wir können uns das gut vorstellen, diesen inneren Konflikt, ich muss es alleine schaffen, ich schaffe es nicht alleine, wenn wir uns einmal so ein Ereignis aus der Sicht einer Lungenzelle anschauen. Diese Lungenzelle wird überfüttert beim Rauchen mit Teeren, was sie wiederum abtransportiert. Und es kann dann einen Zeitpunkt geben oder eine Menge
Antär, die sie nicht mehr abtransportiert kann, und kommt dann in das Gefühl, ich schaff's nicht alleine. Und wenn eine Zelle in diesen Zustand kommt, ich muss das alleine schaffen, aber ich schaff's nicht alleine, dann sucht sie in ihren Datenbanken nach einer Lösung dafür und findet den Einzeller. Als Einzeller hat die Zelle alles geschafft. Und dann programmiert sie sich sozusagen um zu einem Einzeller und schafft jetzt das auch wieder, nämlich das Abtransportieren des Teers, findet also als Lösung dafür die Lungenkrebsentstehung, die dann für die Lungenzellen ein Mechanismus zum Überleben ist. Sie überlebt dann als Zelle. Langfristig überlebt dann aber der Körper dieses Unterfangen nicht. Das ist sozusagen ein Rette sich, wer kann, ein Überleben als Einzeller. Und so ähnlich ist es auch im psychosomatischen Bereich, dass der Patient unter inneren Druck kommt und das Gefühl bekommt, er muss es alleine schaffen und irgendwann wird es einfach zu viel. Ich möchte hierfür ein Beispiel nennen. Und wir kommen damit auch zu dem Punkt, wie ich in meiner Gesprächsbehandlung vorgehe. Eine Frau, bei der ein Brustkrebs festgestellt wird, mit einem Tumor von etwa 9 cm, der wird diagnostiziert durch eine Stanze, wie das heute so üblich ist. Es wird gesagt, ja, das ist Krebs, Sie müssen sich operieren lassen. Und die Frau sagt, nein, ich lasse mir nicht die Brust abnehmen, da muss es noch was anderes geben. Und sie kommt zu einem Gespräch. Und bei dem Gespräch stellt sich heraus, dass sie ein oder zwei Jahre zuvor eine wirklich gravierende, eine heftige Lebenssituation erlebt hat. Sie hat nämlich miterlebt, wie sie, ihr Mann sich umbringen wollte. Das Ehepaar hat 4 Kinder und ihr Mann will sich umbringen, macht die Anstalten dazu. Sie ruft noch um Hilfe, sie ruft den ärztlichen Notdienst an, sie kriegt aber keine Hilfe. Sie steht völlig alleine vor der Situation und sie weiß sich keinen Rat. Sie schafft es also nicht alleine. Und aus meiner Sicht springt in dieser Situation dann das Krebswachstum an. Nun könnte man sagen, okay, das ist eine Deutung. Es ist nur so, nachdem wir das bearbeitet haben, indem wir diese Situation der maximalen Belastung so durchgegangen sind, dass sie es praktisch nachträglich verarbeitet, dass sie also diese Situation verarbeitet, dann auch sieht, wie sie grundsätzlich solche Situationen verarbeitet, wie sie also ihr Muster erkennt, wie sie neue Muster lernt, solche Situationen zu verarbeiten und sich nicht mehr alleine damit fühlt. In der Folgezeit bildet sich der Krebs zurück und er liegt jetzt in seiner Größe, ist er auf 3 cm zurückgegangen, nachweislich durch Tasten und auch durch eine Ultraschalluntersuchung. Das wäre so ein Beispiel, wie ich daran gehe. Nun werden sich vielleicht manche Leute fragen, wie kann man da überhaupt rangehen? Jemand hat Darmkrebs oder hier und da. Wie kommt man überhaupt auf das, was die Leute belastet? Denn ich meine, das Leben ist bunt, vielfältig und die Ereignisse liegen manchmal ein Jahr, zwei Jahre oder mehrere Jahre zurück. Wie kommt man da ran? Wir haben das Glück, dass unser Körper das speichert. In unserem Körper sind diese Überforderungs-, Überlastungssituationen gespeichert. Wenn ich also einen Ellbogen nehme, so hat ein Ellbogen das, was er an traumatischen Erlebnissen in diesem Leben hatte, also das Stoßen gegen eine Tür oder so etwas, gespeichert. Ich könnte das da auch abrufen. Das heißt, im Körper ist es gespeichert. Und eben da kann ich es abrufen. Das hört sich ein bisschen magisch-mystisch an, ist es aber überhaupt nicht. Ich lasse die Leute einfach sich konzentrieren bei dieser Frau. Ich sage, okay, konzentrieren Sie sich auf Ihren Knoten und erzählen Sie, welche Gedanken, welche Gefühle
kommen Ihnen da hoch? Assoziativ lasse ich die Leute sich gedanklich damit verbinden und einfach erzählen, drauf los erzählen. Und siehe da, nach kurzer Zeit kommen die entsprechenden Gedankenbilder, fokussieren sich, das dauert nur wenige Minuten, dann kreisen die Gedanken immer mehr um genau diese Erlebnisse. Sie sagen, ja, damals das mit meinem Mann, das hat mich doch sehr belastet und so weiter und so weiter. Sodass ich dann beim Thema bin. Ob es das richtige Thema ist, weiß ich natürlich auch erst dann, wenn sich wirklich die Situation bessert. Wenn wirklich sich dann auch etwas zurückbildet, dann ist das für mich zumindest nachträglich der Hinweis oder vielleicht sogar der Beweis, dass es da einen Zusammenhang gibt. Das kann jeder mal ausprobieren. Bei sich selbst, glaube ich, funktioniert das nicht, weil unsere innere Abwehr gegen so traumatische Dinge, so schwerwiegend erlebte Dinge zu groß sind, sodass es bei uns selbst nicht funktioniert. Ich denke im Allgemeinen nicht. Aber in einem Gespräch mit einem anderen, mit einem Profi vielleicht, ist das nicht so schwierig. Es gibt natürlich Leute, die nur schwer an ihre Gedanken und Gefühle rankommen. Gut, das aber im Allgemeinen gelingt es relativ schnell. Ich möchte noch ein Beispiel erzählen von einem Patienten, hat Blasenkrebs. Ich klopfe die drei üblichen Sachen der Krebsentstehung ab. Hat es irgendwas mit Strahlen zu tun? Ist er also bestrahlt worden in der Gegend? Nein. Erinnerte sich an vermehrte Gifteinnahmen? Lebt er vielleicht im Haus mit Asbest? Nein, er kann sich an nichts erinnern. Hat er irgendwelchen Stress? Er kann sich auch an nichts erinnern. Und dann sage ich, okay, dann wollen wir mal den Körper befragen. Ich lasse ihn sich auf die Harnblase konzentrieren und lasse ihn assoziativ seine Gedanken und Gefühle erzählen, die er in Verbindung mit der Harnblase bringt. Und siehe da, nach nur 2-3 Minuten kommen Bilder hoch aus seiner Lehrlingszeit, wo er, also Bilder, an die er Jahrzehnte nicht gedacht hat, wo er mit Holzschutzmittel sozusagen gepanscht hat. Damals gab es ja weder Schutzmasken noch Handschuhe. Die haben also das Holz in diese Flüssigkeit gelegt, haben damit rumgepanscht. Und er hat offensichtlich hierbei sehr, sehr viel Holzschutzmittel über die Haut aufgenommen. Und Bestandteile von Holzschutzmittel gelten als krebsauslösend. Und es scheint so, dass nach einer Latenzzeit, wir nennen das Karzinogenese, von Jahren, Jahrzehnten, das zur Auslösung von Blasenkrebs geführt hat. Ich habe ihm dann das mitgeteilt und habe ihm dann auch gesagt, dass er seine Blase überwachen lassen muss, regelmäßig kontrollieren lassen muss, ob etwas nachwächst. Und am besten auch eine Entgiftung, Entsäuerung mit biologischen Maßnahmen durchführt, um möglicherweise im Körper noch vorhandene Gifte schneller aus dem Körper zu entfernen, damit sie nicht weiter da irgendetwas anrichten können. Das wäre ein Hinweis auf eine biologische Maßnahme. Wenn wir die Gesamttherapie nehmen, ich hatte ja schon gesagt, ich unterrichte die Leute über die schulmedizinischen Maßnahmen und unterrichte sie über mein ganzes Modell der psychosomatischen Entstehung. Ich unterrichte sie über die Ernährungssituation, den Unterschied zwischen der Normalzelle und der Krebszelle, nämlich die Energiegewinnung über die Atmung, Energiegewinnung über die Gärung, und unterrichte sie über das, was an biologischen
unterstützenden Maßnahmen erfolgen kann. Mein Hauptschwerpunkt, also bei mir, ist neben der psychosomatischen Therapie der Hinweis, wie wirksam Bewegung ist, und zwar Bewegung schon in einem fitnesserzeugenden Bereich. Arbeiten gibt es darüber, 5 Stunden pro Woche. Nordic Walking hat enorme Auswirkung auf das Überleben. Und unterrichte sie dann auch über die Ernährung. Dadurch, dass die Gärung so zentral bei der Entstehung der Krebs, bei der Entstehung und bei der Inganghaltung von Krebserkrankungen ist, weise ich darauf hin, möglichst Ernährungsweisen zu finden, die Gärung bremsen. Hier ist sehr bekannt die Ernährungsweise nach Budwig, wo bestimmte Eiweiße gegeben werden, schwefelhaltige Eiweiße, wo hochungesättigte Fettsäuren gegeben werden. Das ist im Wesentlichen das Prinzip nach Budwig. Es gibt andere Prinzipien, die kohlenhydratarm ernähren, wobei wir uns nicht kohlenhydratfrei ernähren können, weil Kohlenhydrate, also Glucose, nun mal der Hauptfaktor der Energie oder der einzige Faktor der Energiegewinnung ist, können wir das nicht ganz ausschalten. Und wenn wir glucosefrei uns ernähren würden, würde der Körper Glucose auf anderen Wegen erzeugen. Das ist also nicht der Weg, aber eine Kohlenhydratreduktion aus der Kenntnis heraus, dass wir alle viel zu viel Kohlenhydrate, also Zucker, zu uns nehmen, Reduktion. Und hier gibt es Ernährungshinweise, dass das Effekt hat. Was ich weiß, ist, dass Leute, die sich kohlenhydratarm, eiweißreich und vermehrt mit hochungesättigten Fettsäuren ernähren, dass sie sich einfach besser fühlen. Das ist das, was mir Patienten berichten. Ob diese Ernährung wirklich zur Heilung beiträgt, ist bis heute durch Studien nicht erwiesen. Insofern kann man nur auf diesen Punkt hinweisen. Es ist sicherlich kein Allheilmittel. Von den biologischen Maßnahmen möchte ich sehr Kurkuma vertreten. Ich möchte auch erzählen, dass viele Patienten, insbesondere Krebspatienten, an einem Vitamin-D-Mangel leiden und der ausgeglichen werden kann. Selen ist nachgewiesenermaßen förderlich. Also auch hier sollte ein Spiegel bestimmt werden und sollte eventuell eine Unterstützung stattfinden. Ansonsten sind die Antioxidantien neben Selen die Vitamine A, C und E sehr wirkungsvoll. Und auch Stoffe, die insbesondere in Gemüsen sind, ich nannte schon die Polyphenole, die in jedem Fall unterstützend wirken können. Wir haben also einen ganzen Strauß von Behandlungen, die wir einsetzen könnten, neben den schulmedizinischen Maßnahmen. Ja, wenn der Patient also kommt, von mir aufgeklärt ist über das, was schulmedizinisch möglich ist, über das Konzept, ich spreche mit dem Patienten über die Modelle, und der Patient ist auch bereit oder kann sagen, okay, ich möchte gerne schauen, ob mein Leben irgendetwas mit dieser Erkrankung zu tun hat, dass er also bereit ist, sich zu öffnen, dann biete ich ihm eine Gesprächstherapie an, die dann folgendermaßen abläuft. Ich bitte den Patienten, sich auf den Tumor zu konzentrieren und seine Gedanken und Gefühle zu erklären. Und erstaunlicherweise ist im Körper das Wissen um nicht verarbeitete Traumata gespeichert.
Das heißt, das Trauma, was zur Auslösung der Krebserkrankung geführt hat, kommt relativ schnell zur Sprache und kann dann bearbeitet werden mit allen Aspekten, sodass jetzt das, was damals an Spannung nicht bearbeitet worden ist, dass das nachgeholt werden kann. Beim Verlust einer Person, meinetwegen die Mutter ist gestorben, würden wir das Trauerarbeit nennen. Oder wir können auch Auflösen von schwerwiegenden Ereignissen nennen. Es kann sein, dass dieses Ereignis solitär, also einzig im Leben dieses Menschen steht, aber es kann sein, dass dahinter sich noch weitere Dinge verbergen und wir dann bis weit in die Kindheit zurückgehen müssen, wo ähnliche Dinge passiert sind, die dann gewisse Verarbeitungsmuster des Patienten sich herausgebildet haben. Und das zentrale Konfliktthema ist, es passiert etwas, was ich alleine schaffen müsste, verarbeiten müsste, aber ich schaffe es nicht mehr alleine. Das ist eine Überwältigung, das ist eine Überwältigung an Energie, die nicht mehr seelisch verarbeitet werden kann, die dann im Körper verarbeitet wird. Und die körperliche Verarbeitungsform sind dann eben Krankheiten, in diesem speziellen Fall auch die Krebserkrankung. Und diese Arbeit ist recht wirkungsvoll, allerdings kann sie auch einmal sehr komplex kompliziert werden, sodass ich nicht unbedingt sagen kann, in einer Stunde, fünf Stunden, zehn Stunden ist das Thema erledigt. Ich kann auch keinerlei Heilsversprechungen da abgeben, weil das Leben eines Menschen ist nun mal sehr komplex. Aber zumindest führt es bei den Menschen zu erheblicher innerer Entspannung und dient nicht selten dazu, dass die gesamte Behandlung, auch die schulmedizinische Behandlung, leichter absolviert wird und vielleicht auch sogar erfolgreicher ist.